kommen aus Manchester in England. Wir sind hier zu den Global Games 2013 zwischen den Thunder und den Sixers. Hier hinter uns, ja, ihr seht gerade ein bisschen behind the scenes. Wir sind unten in der Halle, in der Fontainebleau Arena. Ja, der Bus vorgefahren. Und genau, hier sind die Sixers, steigen jetzt gerade aus dem Bus aus. Wir gehen mal ein Stück darüber, dann seht ihr mal ein bisschen, wie das so abläuft. Ganz große Empfanghalle hier. Per Bus kommen die Spieler, also Mannschaften rein mit dem ganzen Staff. Da vorne gehen sie, vielleicht geht ihr jetzt gerade. Kann die Kamera vielleicht mal kurz draufhalten. Da vorne gehen sie also in die Halle. Ja, gestern haben wir das öffentliche Training geguckt. Bei deinem Team. War ganz gut, ne? Hier kommt und jetzt, unser Nationalspieler, ja, Tim Ulrich. Ja, und ihr seht, da oben kommt jetzt Nerlens Noel, der leider nicht mitspielen wird. Leider noch verletzt nach seinem Kreuzbandriss. Ja, läuft auch nicht ganz rund, wie ihr gerade seht. Ja, hier im Hintergrund seht ihr die LKWs, da wird die komplette TV-Produktion eines Spiels gemacht. Und da zum Beispiel Evan Turner auch dabei. Und ja, wir gehen noch mal einen Schritt weiter, einmal hier rum. Ihr seht schon, ist alles ausgeschildert. Zum Beispiel, da ist halt unsere Heimat hier in Manchester, wo wir unsere Arbeit verrichten. Ja, und die Spieler laufen halt auch daher. Wir machen gleich noch einen zweiten Clip, wo wir euch mal zeigen, wie es in den Katakomben aussieht. Ja, und ich würde sagen, das ist jetzt der erste Eindruck. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie es hier so ist in Manchester. Und ja, wir haben gestern mit Tim Ulbrecht gesprochen. Was ist dein erster Eindruck gewesen? Also ich fand ihn richtig, er war richtig gut drauf, ihm gefällt es hier und war nicht wortkarg im Gegensatz zu anderen. Nee, er hat viel geredet, hat sich auch Zeit genommen für uns und ja, jetzt wollen wir schauen. Ne? Ich hoffe, dass er spielt heute und ich auch ausreichen und wir sehen. Genau, ist sehr motiviert. Ist wirklich heiß, der Junge, weiß halt, er muss noch in seinen Roster-Spot kämpfen. Ja. Aber ja, was man so von den Verantwortlichen der Sixers hört, sind die Chancen wirklich gut, wenn man fragt. Die Sixers mögen ihn und wissen, was sie an ihm haben. Von daher, ja, wir drücken. Wollen aber auch nicht zu viel verraten. Ja? Natürlich nicht, aber wir drücken alle die Daumen und ja, ist auf jeden Fall kein aussichtsloses Unterfangen. So sieht's aus. Gut, dann sehen wir uns später nochmal. Genau, wir sehen uns gleich mit dem nächsten Clip. Und ja, in diesem Sinne sagen wir jetzt erstmal, wir gehen mal rein, schauen, wie es drinnen abgeht und melden uns gleich wieder. So sieht's aus. Bis dann.